Willkommen zur 9. Folge von My Summer Car. Boah, wieder so eine krasse Gesangseinlage. Ich wollte mal schauen. Heute ist ja Thursday. Wir trinken erstmal unseren eigenen Urin. Wunderbar. Eigentlich ist es ja so, Hashtag Schlaumeier, ja. Wenn man Urin trinkt, das ist ja auch. Das hat ja auch einen gewissen Salzgehalt. Das bedeutet, eigentlich müsste ja der Körper auch Flüssigkeit verlieren, oder? Also ist es so schlau, Urin zu trinken? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht schlau. Nee, eigentlich, das kann gar nicht schlau sein. So, wir wollen aber mal nach da drüben. Mal sehen, ob da einer ist. Scheint aber noch etwas zu dauern. Ja. Hier ist niemand. Das ist sehr, sehr, sehr bedauerlich, muss ich sagen. Eventuell kommt er ja Freitag wieder, so von Arbeit quasi. Eventuell ist er ja Fernfahrer oder sowas. Wir wissen es nicht. Wir können es nur vermuten. So, wunderbar. Alkohol brennt auch noch. Ja, ich sag immer brennt, weil das ist halt für mich brennen. Ganz einfach. Alkohol machen bedeutet für mich immer brennen. Ob es jetzt Gärung ist oder nicht, das ist mir völlig egal. So. Was kommt denn als nächstes? Also, wir haben hinten das Fahrwerk angebaut. Wir haben die Federn dran gemacht, diese Absorber. Und jetzt. Nee, das sind doch die Stoßdämpfer. Das sind ja nicht die Federn. Das bedeutet doch, dass noch Federn dran kommen. Da oben der. Also irgendwie. Graphics. Nee, ist alles. Nee, alles super. So, hier können wir auch wieder anmachen. Gar kein Problem. Gut, dann brauchen wir jetzt Federn. Das sind doch eigentlich die hier, oder? Kommt die hinten dran? Ich glaube tatsächlich nicht. Gut, Front. Kupplung. Ja, was können ja dann nur die sein? Hilfe, kannst du mich mal aufhören zu bewegen? So. Nee, irgendwas macht hier keinen Sinn. Hier steht ja auch, hier ist Front. Das hier ist ebenfalls Front. Das hier ist die Steuerung, sollte auch vorne reinkommen. Das sind die Bremsen. Das ist Front. Das ist Front. Das hier ist hinten. Die können wir ja auch schon mal dran machen. Die Trommelbremsen. Ups. Da müsste auch, glaube ich, die größte oder die zweitgrößte zweitgrößte Schraubenzieher dafür gut sein. So, probieren wir einfach mal aus. Ja, der zweitgrößte war ich doch gar nicht mal so falsch. Scrollen in my mouth. Was? Ja, keine Ahnung, ich kann nicht singen, ich gib's auf. Hier. Was kommt da als nächstes? Ja, das ist sehr, sehr. Nun ja. Coilspring, das muss doch.
Ah, gut, wo soll das auch drankommen, ne? Es federt gar nicht. Das ist keine Feder, definitiv nicht. Schon versteift. Ja gut, ist halt jetzt die Frage. Also, eigentlich müssen ja die Federn, die hier, die müssten ja so hier. Ah, hier. Kommen die nicht hier drauf? Auf diese Knubbel müssten sie doch kommen, oder? Boah, es kann natürlich sein, dass ich das alles wieder abschrauben muss, aber ich glaube, ich baue erstmal den Auspuff dran. Und dann. Nun gut, ja, ich hau erstmal den Auspuff dran. Denn das Problem ist halt, dass ich keinen Plan habe. Wieso die da nicht drauf können. Auspuff. Exhaust-Muffler. Boah, ist echt dunkel. Ich muss mich mal etwas nach vorne lehnen. Wo ist das denn? Hier ist eine. Fehlt dann auch noch eine Leitung, ne? Wollte ich nur mal eben anmerken. Oh, passt sogar. Ja, also mit dem dritten fährt man immer gut. Die können wir noch nicht anschauen. Das sind ja für die Achse hier, also für das hintere, oder? Ja, das dann für das. Nun gut, jetzt kommt. Wieso geht das nicht? Oh Mann. Naja, ich schaue später nochmal nach. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Oder vielleicht doch. Jo, jetzt wollen wir was machen? Vorne, richtig? Oh, schon etwas schräg, ne? Ja, schon gefährlich. Vorne, das bedeutet erstmal kommt hier die Subframe. Die muss jetzt festgeschraubt werden. Dazu holen wir uns auch mal den Koffer heran. Hallo, gib mir. So. Das ist bestimmt eine größere. Ja, kann ich mir schon mal vorstellen, auf jeden Fall. Jetzt komm schon. Danke. Immer wenn ich das sage, dann passt das. Ist ja schon mal. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die die Größe erkennen können. Ist ja erst das zweite Mal in einem Leben, dass ich die Karre zusammenbaue und das letzte Mal ist irgendwas kaputt gegangen, irgendwie der Luftfilter oder so. Von daher sind jetzt hier alle Schrauben fest, ja, ne? Oder? Jetzt kommt vorne, ja, jetzt kommt so ein Ding hier dran, was zur Lenkung ist. Müsste doch.
Ich überlege gerade. Das ist die Kupplung. Das kommt vor. Gear. Oh, das ist so. Ich habe doch so wenig Ahnung hiervon. So, Steering weg, oder? Ja, sieht doch perfekt aus. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Naja, langsam wird's eng, ne? Wow, also habe ich den gerade genau nicht getroffen. Oh. Manchmal sollte man einfach besser gucken. Ja, und über Kreuz an Schrauben bei den Reifen wäre natürlich höchstwahrscheinlich auch gesünder. Aber wozu? Was ist das? Ist das eine Wolke? Gut, das war gerade echt komisch. Nun gut, hast es hier fest verankert, in seiner festen Verankerung. Hierüber wird ja auch hinterher gesteuert, also hier wird dann darüber leitet. Und ich liebe diese mechanischen Autos. Also ich mag halt Oldtimer, falls sie gut aussehen oder so, falls sie halt so mechanisch noch sind. Das ist halt wunderbar. Und jetzt kommen nämlich auch die Stoßdämpfer mal wieder in den Radkasten rein. Das ist natürlich wieder. Nee, Moment. Erst kommt das. Front left. Ich wollte schon sagen, irgendwas war da nicht ganz richtig. Irgendwas hat doch gefehlt. Also, dass das in der Mitte kam, ich glaube, das macht man normal erst hinterher. Aber ist ja auch eher egal. Hinterher kommt es eh nur aufs Endprodukt an. Ich gehe wieder einfach vom ersten aus, gar kein Problem. So, nein. Yay, aber die Schraube ist echt lang, also hops gehen raus. Aus so vielen Teilen besteht ein Auto. Also ich finde, Mais Hammer ist halt viel umfangreicher als zum Beispiel der Car-Mechanic-Simulator. Obwohl da Simulator im Namen steht. Nun gut. Jetzt kommt aber was ganz Besonderes, denn jetzt kommen hier die Stoßdämpfer. Ich habe gerade gegessen, sorry Leute. Jetzt kommen die Stoßdämpfer dran. Und danach die Bremsdinger. Stoßdämpfer. Das sind doch die. Oh, wenn da. Autsch. Ich fahre mal etwas zurück. So. Ich hole mal so das Radio an die Hand, weil ohne Radio das geht gar nicht. Wir brauchen hier was zum Hören. Okay, ein Kanal ist gerade tot. Auch schön. Nun gut. Dann halt. So kann man es doch viel besser dran machen. Das war gar nicht mal so dumm.
Ich kapiere halt nicht, wieso. Wieso will das nicht? Ich komme gerade absolut nicht auf den Dreh. Also ich blick da gerade echt nicht besonders durch. Gut, der Auspuff ist abgefallen. Ist erstmal egal. Es ist eh der übelste Schrotthaufen. Boah, weißt du was? Darauf erstmal etwas zu trinken. Hauptsache das. Ja, was machen wir, ist die Frage. Schwierige, schwierige, schwierige Situation. Weil irgendwas muss ich ja jetzt mal. Also ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ich höre jetzt auf, das Auto zu bauen, weil sonst geht es ja auch nicht weiter. Ist ja auch schade, auch falls ja noch eine Story etc. gibt. Aber ich bin halt etwas am Verzweifeln. Autoreifen, also so Reifen generell wären, glaube ich, ganz gut, wenn man die hat. Felgen. Wozu? Ja. Schwierig. Echt schwierig. Es könnte sein, dass ich nicht weiterkomme. Das wäre dann auf jeden Fall sehr schade. So, jetzt spammen wir wieder die Maustaste. Bäh, bäh. Ich glaube, man merkt, dass ich etwas genervt bin. Minimal. So. Jetzt aber. Wieso will das nicht? Das verstehe ich halt nicht. Muss. Habe ich irgendwas gemacht, was nicht gut ist? Ah. Ah. Man muss das also komplett richtig rum. Das ist natürlich sehr. Muss wahrscheinlich den hier erstmal anschrauben. Aber. Ich verstehe halt nicht, wieso man das so schwer macht. Ich bin so froh, wenn das zu Ende ist. Obwohl zu Ende wird es halt nie sein, das ist das Problem. Also, das Problem ist halt, das Auto wird immer irgendwas haben. Es ist halt wie so ein Kleinkind. Immer Kinderkrankheiten.
Es gibt zwar Mods und so, die das verhindern, dass das wieder kaputt geht, aber dann ist ja auch das Spiel zwecklos. Könntest du lieber mal von hier machen. Wunderbar. Ja, und jetzt das gleiche auf der anderen Seite, würde ich sagen. Und dann bin ich gleich echt froh, wenn das. So. Und jetzt muss nur noch bitte, bitte, bitte. Das kann erstmal wieder weg. Bitte funktionieren. Eventuell merkt man mit mir gerade meine Freude an. Ich glaube zwar eher nicht, aber hey. Ich bin fröhlich. Das ist endlich halbwegs. Scheint ja zu klappen. Ja, ich drücke mich hier einfach wild durch. Auch immer gut. Ja, jetzt kommt das auf die andere Seite. Langsam nimmt das Auto tatsächlich Form an. Also man erkennt schon mal, dass es ein Auto ist. Okay, hat man auch schon von Anfang an erkannt. Aber langsam erkennt man, dass hier auch irgendwann Reifen dran kommen. Ist immer sehr gut. Jetzt muss nur noch das da oben fertig werden. Ja gut, das ist jetzt irgendwie dumm gewesen von mir. Die sehen halt so unendlich klein aus, deshalb dachte ich mir so, na gut, aber denken sollte man eh nie zu viel. Und ich habe das Auto, glaube ich, komplett verbeult. Ne? Das ist echt, hier ist echt. Oh, ich höre die Kettensäge. Nun gut. Wenn das fertig ist, dann ist eh alles erreicht, was erreicht werden muss. Denn jetzt. Ojutkankaa klinikalle. Saa aikaan. Mieli ilokaasulla. Ojutkankaa. Sinä kuuntelet Toive Radiota. Soitamme suosikki. Ympäri vuorokaa. Rantaleepikko. Ja, schön. Einmal Geschichtsstunde und einmal Dauerwerbesendung. Das ist ja mal wieder eine perfekte Auswahl. So. Hetz. Also hier wird's langsam leerer. Jetzt kommt die Bremsscheibe. 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 Bremsen sind zu tot. So, und was kommt jetzt? Jetzt kommt doch noch. Jetzt kommt die Dinger, oder? Ha. Front rechts. Ah. So also.
Dann kann ich vorne auch festschrauben. Also hier diese Antriebswellen sind das, glaube ich. Und wenn die dran sind, dann kann ich festschrauben. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. So, und jetzt müssen wir das verschrauben. Schrauben, 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 schrauben. So, ist doch richtig, oder? Ich hätte schwören können, ich habe das gerade festgeschraubt. Sehr mysteriös. Anscheinend habe ich das nicht festgeschraubt. Einfach mal rein. Dann halt noch mal neu. Aber ich hab's doch gerade. Diesel. Ah nee, ich hab's nur auf einer Seite festgeschraubt. Ich verstehe. Irgendwas ist da gerade wieder abgefallen. Oh, das meinte abzufallen. Habe ich das hinten richtig gehört? Naja, gut. Ich denke, das war's erstmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die es bis hierhin geschafft haben, falls es überhaupt jemanden gibt. Ich würde mich auf jeden Fall wieder auf eine positive Bewertung freuen, über ein Abo und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Alex, euer Meister Makal Let's Player und schaut auf jeden Fall auch noch bei den anderen Videos vorbei. Jo, bis dann, tschüss.